willkommen in der Bücherei. Ja, das ist mein Team, die Frau Kirchgass-Adelheid und die Sherwin Julia und ich bin die Leitung, die Wimmer Floriane und mache das jetzt seit 1987. Und waren wir zuerst im alten Kindergarten und dann sind wir aufgezogen 1996 in das schöne Haus und das freut uns natürlich viel da, weil da ist mit Leben drinnen. Ja, und ich mache das auch gern, weil ich immer schon mit den Büchern da gehabt habe und mit den Kindern und mit den Leuten. Ich war lange im Verkauf tätig und jetzt habe ich natürlich, da kenne ich viele und vom Theater und von. Also wir haben 13.000 Medien, da sind Bücher und CDs und Spiele und DVD und verliehen sind die waren 21.000 Mal im Jahr 2022 und wir haben 7.000 Besucher im Jahr 2023. Und dann machen wir eben Veranstaltungen wie die Büchermaus und Lesungen mit dem Kulturverein und dann macht die Julia jetzt die Ausbildung, dann macht sie ein Projekt mit den Jugendlichen. Das ist ganz toll. Schulklassenbesuche, Kindergartenbesuche. Mit den Schulklassen machen wir wieder ein Projekt. Also da kommt wieder eine Leserin, die was das vorstellt. Das macht man dann oben im Kino. Die freuen sich dann immer recht, weil da können sie mitmachen. Also das ist jetzt unsere Kinderecke. Das ist einmal der Spielplatz, der kleine. Mit der Lesecouch, wo man sich sehr gemütlich machen kann. Dann haben wir da die Bilderbücher für die ganz kleinen, unser Toni-Regal und die Erstlese- und Leseanfängerbücher, Silbenlesebücher, ganz viele verschiedene. Dann die große Kinderromanwand, wo die einen Haufen Kinderbuchreihen und also einzelne Romane. Und die riesigen Bilderbuchschichten, wo man halt selber schauen kann, was einem am besten gefällt. Da ist ja immer wieder was Neues drinnen, weil die Grette ja weiß, wo die Nachschub besorgt. Und unser Spielerregal, das wird voll super angenommen, dann ganz viele Entlehnungen da. Ein Haufen Puzzles und CDs, Beispiele. Und die Wieso, Weshalb, Warum und Kindersachbuch rein. Große Tipptoy-Wand und Lernspiele. Das ist der Bereich für die Jugend, für die Fantasy und Comics und für die, da haben wir noch Zeitschriften. Da haben wir die historischen Romane. Das sind die Krimis. Die Natur, Pädagogik, Gesundheit. Da haben wir Sport, Reisen, Geschichte. Und ganz berühmt ist das Regionale.